Genau, und weiter geht's mit den Farben. Ach, ich spare mir das Freitesten einfach. Ein Öf blanc. Ein Öf. Öf, was ist Öf? Öf. Ei. Okay, Ei. Ei. Ein Öf blanc. Ein, hoppala, ein weißes Ei. Les jupes sont vertes. Les jupes sont vertes. Sont vertes. Die, hoppala. Les jupes sont vertes. Ja, schon klar. Die Röcke sind, hoppala, sind grün. La chemise jaune. La chemise jaune. Das gelbe Hemd. Sa couleur est rouge. Sa couleur est rouge. Seine Farbe ist rot. So. J'ai un chapeau bleu. J'ai un chapeau bleu. Ich habe einen blauen Hut. Une pomme rouge. Une pomme rouge. Une pomme rouge. Ein roter Apfel, genau. Les chaussures noires. Les chaussures noires. Die die schwarzen Schuhe. Oh, das war's schon. Das ging aber schnell. Lektion abgeschlossen. 10 XP. Jawohl. Und Lektion 2. Le vert. Le vert. Le vert. Einfach nur das Grün, oder was? Le vert. Ja, genau. Einfach nur das Grün. Das Grün. Le rouge. Das Rot. Ma chemise est orange. Ma chemise est orange. Mein Hemd ist orange. J'aime la couleur rose. J'aime la couleur rose. Ich mag die Farbe rosa, oder was? Rose ist rosa? Rose. Ja, genau. Farbe rose ist rosa. Rosa. Tu as un chapeau marron. Tu as un chapeau marron. Du hast einen braunen Hut. Le rouge. Le rouge. Le rouge. Das Rot, genau. Mes jupes sont grises. Mes jupes sont grises. Meine Röcke sind grau. Le sac est violet. Le sac est violet. Die Tasche ist violett. Ne? Tja, violett. Nix. Ja. Oder lila, genau. Lila geht auch. Aber wenn wir schon beim Französischen sind, können wir es auch wörtlich übersetzen. Jo, und schon wieder was fertig. Lektion abgeschlossen, 10 XP. Jawohl. Du hast Farben gelernt. Und du hast 2 Lingots verdient. Juhu. Freue ich mich. Und wir haben unseren Flüssigkeitswert nicht erhöht. Geht wohl nicht immer so leicht. Und dann, ja, Präsenz. Mhm. Präsenz 1. Oh, fangen wir einfach mal an. Ach stimmt, man hat ja noch fast gar keine Verben freigeschaltet. Elle parle. Elle parle. Sie reden. Tu lis. Tu lis. Du liest. Du liegst. Du liest. Du liest. Du liest. Du liest. Du liest ein Auto. Il écrit un livre. Il écrit un livre. Er schreibt ein Buch.
Je lis. Je lis. Ich lese. Nous écrivons. Nous écrivons. Wir schreiben. Je mange. Je mange. Je mange. Ich esse. Vous parlez. Vous parlez. Ihr sprecht. Oder auch sie sprechen. Ist auch die Höflichkeitsform. La femme parle. Wo ausgedrückt wird. La femme parle. Die Frau spricht. Je suis un garçon. Klingt aber nicht so, wenn ich ehrlich bin. Je suis un garçon. Ich bin ein Junge. Il mange du riz. Il mange du riz. Riz ist Riz, Reis. Riz. Jo. Du riz. Il mange du riz. Er isst Reis. Tu es un lion noir. Tu es un lion noir. Was? Du bist ein schwarzer Löwe oder was? Das ist Lion. Lion. Tatsächlich. Okay, warum das? Du bist ein schwarzer Löwe. Fehlendes Wort aussuchen. Nous mangeons. Mangeons, genau. Nous mangeons une pomme. Wir essen einen Apfel. Nous avons une jupe. Nous avons une jupe. Also wir teilen uns alle einen Rock, oder wie? Wir haben alle einen Rock. Sehr interessant. J'aime les frites. J'aime les frites. Ich mag die... Kann ich einfach sagen, die Fritten? Oder soll ich Pommes sagen? Frites. Ich kann nur die Fritten sagen, dann sage ich die Fritten. Ich mag die Fritten. Fehlendes Wort aussuchen. Wo ist es denn hier? C'est un homme. Ja, er ist ein Mann. Er hat ein Schwein. Okay, warum auch immer. Oder ist er ein Bauer? Il a un Schwein. Ein Pig, keine Ahnung. Cochon. Pork. Pork. Cochon. Pork. Beides. Ach nee, das ist das Schwein, ne? Ja. Aber Cochon klingt männlich. Pork auch. Cochon. Il a un cochon. Oh, das war's schon. Geht immer so schnell. Bam. Das war der gestrige Tag, wo mit dem einen. Platzierungstest in Englisch. Der fehlerfreie. Dein Französisch ist 23% fließend. Cool. Gehen wir weiter zu Lektion 2. D'accord, vous pouvez. D'accord, vous pouvez. Einverstanden? Ihr könnt. Okay, ihr könnt. Je veux manger. Je veux manger. Ich will essen. Oui, je dois manger et boire. Oui, je dois manger et boire. Ja. Das ist von devoir, ne? Ich muss essen und trinken. Oder doit, ne? Doit. Muss, soll. Ja, ja, genau. Ja, ich muss essen und trinken. Comprenez-vous? Comprenez-vous? Verstehen Sie? Versteht ihr? Versteht ihr? Oui, je sais. Oui, je sais. Ja. Ich. Ja, ich weiß.
Il boit. Sie trinken. Oui, il peut. Ja. Er kann. Tu peux. Du kannst. Il boit. Er trinkt. Tu bois. Du trinkst. Les enfants doivent boire. Okay, die Kinder müssen müssen trinken. Nicht trinken, trinken. So, jetzt haben wir's. Je bois, genau. Das war genau das erste. Je bois de l'eau. Ich trinke Wasser. Je bois de l'eau. Vous buvez du café. Vous buvez du café. Buvez, was ist denn buvez? Kenne ich nicht. Buvez. Ach. Buvez ist, boire, zweite Person im Plural. Ihr trinkt du café, also Kaffee. Wollte schon sagen im Café, aber nee, ihr trinkt Kaffee, ne? Genau. L'homme comprend les enfants. L'homme comprend les enfants. Der Mann versteht die Kinder. Nous voulons boire du vin. Wir wollen Wein trinken. Oui, je comprends. Merci. Oui, je comprends. Merci. Ja, ich verstehe. Danke. Je sais. Je sais. Ich weiß. Je bois et je mange. Je bois et je mange. Ich trinke und ich esse. Je bois du lait. Je bois du lait, glaube ich. Ich trinke Milch. Elle boive du lait. Sie trinken Milch. So. Lektion abgeschlossen. 10 XP. Wahnsinn. Und wieder ein höherer Wert. Das geht aber so schnell. Wahnsinn. Machen wir weiter mit Lektion 3. Vous faites du café. Ihr macht Kaffee, oder was? Ihr macht Kaffee? Ja. Le garçon achète un chien. Acheter, war das kaufen? Achète. Genau. Le garçon achète un chien. Der... Le garçon achète un chien. Ist schon klar. Der Junge kauft einen Hund. Hund minus. Tu aides les enfants. Du hilfst den Kindern, oder? Tu aides? Aide. Genau. Tu aides les enfants. Du hilfst den Kindern. Il appelle sa femme. Er ruft seine Frau. Elle adore ses enfants. Adore ist doch auch lieben, oder? Adore. Genau, bewundern. Mag schrecklich gern. Liebt, bewundert, mag schrecklich gern. Sie liebt ihre Kinder, oder? Ihre Kinder. Ça va? Also, Moment. Kann ich ja nicht selbst schreiben, oder? Kann ich das selbst schreiben? Ça va? Wie geht's? Nous faisons des crêpes. Wir machen
Crêpe. Wir machen Crêpe mit Accent, na, wie hieß der nochmal? War das Circumflex? War das das? Ich weiß nicht. Das Dach halt, das Dach. Ils vont seuls. Ils vont seuls. Sie gehen alleine oder was? Keine Ahnung. Seul. Vont. Ja, tatsächlich. Sie gehen allein. Il aide son chien. Il aide son chien. Son chien. Er hilft seinem Hund. Nous allons manger. Nous allons manger. Wir gehen essen. Elle fait du fromage. Elle fait du fromage. Sie macht Käse. Alle richtigen Übersetzungen, da steht alle richtige Übersetzungen markieren. Er liebt dunkle Schokolade. Il adore le chocolat noir. Jo. Cherche, nö, der sucht die ja nicht. Il adore le lait noir. Schwarze Milch, was soll denn schwarze Milch sein? So. Je vais seul. Je vais seul. Je vais. Vais. Verdammt, ich stehe auf dem Schlauch. Vais. Ich gehe, natürlich, klar. Wie konnte ich das vergessen? Ich gehe allein. Je vais seul. Ich gehe allein. Tu vas seul. Tu vas seul. Du gehst allein. Fehlendes Wort aussuchen. Ça. Da war, oder? Ja, okay. Es geht. Danke. Tatsächlich, wörtlich übersetzt. La fille appelle le garçon. La fille appelle le garçon. Das Mädchen ruft den Jungen. Der Junge kauft einen Hund. Le gar. Wenn ich das einfach nur ein C eintippe, dann beschwert er sich bestimmt. Le garçon achète. Das war so eins, ne? Achète un chien. La femme fait la robe. La femme fait la robe. La femme, die Frau, macht das Kleid. Hallo, wie geht's? Salut. Ich muss wieder klicken. Ça va? Comment ça va? Okay. Aber es war richtig. Es geht, danke. Ça va. Glaube ich, ne? Ça, genau, ça va. Ist ja wörtlich übersetzt, es geht. Ça va? Merci. So. Ist mir gerade eingefallen, Garderobe, ne? Garderobe, das klingt so wie Kleiderwache. Wahrscheinlich heißt es das sogar. Irre mal, wir haben 6 Lingots verdient. Lingots. Und unser, also mein Französisch, ich sage immer unser. So eine schlimme Angewohnheit. Ist sie so schlimm? Wahrscheinlich ist die schlimm. Mein Französisch ist 26% fließend. Oh, neues Level erreicht, deswegen so viele. Cool. Freut mich. Dann, machen wir weiter. Macht so Spaß. Ich will gar nicht aufhören. Cherchez-vous votre chat? Cherchez-vous votre chat? Sucht ihr eure Katze? Sucht ihr eure Katze? Je commande. Je commande. Je commande. Was heißt denn commande? Commande. Bestelle. Befehle. Bestellung. Ich bestelle. Ich bestelle. Auf der Stelle. Oh, ich habe einen Punkt geschrieben. Ist egal. Je commence. Commence. Commencer war weitermachen, oder? Commence. Anfangen. Okay, man muss ja erstmal anfangen, bevor man weitermacht. Ich
fange an. Schon weitermachen war. Continue. Ich fange an. Il apprend. Il apprend. Er lernt. Vous connaissez mon chien. Vous connaissez mon chien. Ihr kennt meinen Hund. Je commence. Je commence. Oder? Je commence. Ist nicht so, dass du sagst ça oder aber am Ende, ne? Ist einfach nur je commence. Je commence. Nicht commence. Mach mal langsam. Je commence. Ja, ja. Das war alles. Ich beginne. L'homme attend sa femme. L'homme attend sa femme. Attend. Attend. Wartet auf. Okay. Wartet, erwartet. Der Mann wartet auf seine Frau. So. Lektion abgeschlossen. 10 XP. Es gibt ja bei jeder Kleinigkeit 10 XP. Du hast Verben Präsens 1 gelernt. Sehr schön. Du hast 2 Lingots verdient. Juhu. Danke fürs Ertragen des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen? Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du es scheiße, war's deine Wahl der Qual.